Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu die Säulen der Erde. Wow. Wir haben hier das Wesen. Gott hat uns verlassen. Wir gehen mal drauf zu. Ich hätte ja gedacht, so wie es aussieht, kann nur William so ein Ding sein. Gott hat uns verlassen. Wo sind die Frauen? Und dann wusste ich, dass wir es waren. Wir allein. Da ist kein Teufel, uns zu schaden. Kein Gott, uns zu erretten. Wir allein. Philipp blieb für 2 Wochen verschwunden. Wir wussten nicht, was mit ihm geschehen war. Später in Kingsbridge. Aber, wenn ich ehrlich bin, hatten wir damals ganz andere Sachen im Sinn. Ellie und ich. Bist du sicher, dass wir allein sind? Hier gibt es nur dich. Und mich. Sieh doch nur. Sag ich doch. Ich hoffe, Philipp und Richard geht es gut. Ich auch. Sag, Jack, hast du unser Buch gelesen? Was ist mit dir? Wie fandest du es? Ich finde, wir sollten es unbedingt tun. Philipp ist schuld, wenn all dies zugrunde geht, weil er einen illegalen Markt durchgeführt hat. Trägt er alleine die Verantwortung. Ich habe Vertrauen in ihn. Und das solltest du auch. Wer sonst könnte Kingsbridge retten, wenn nicht er? Erinnerst du dich noch an den Text? Naja, was ist denn mit dir? Jein. Vor mir stand er, das Gewand am Boden. Sein vollkommener Körper bot sich mir dar. Ging es da nicht um eine Frau? Oh, da habe ich wohl was verwechselt. Womit? Bin mir nicht sicher. Nein. Oh, ihre Schultern und Arme, die ich erblickt und berührte. Und ihre liebliche Brust hielt ich in bebender Hand. An den Teil erinnere ich mich. Ach, wirklich? Ja. Schlank anschloss sich sein Leib an die schwellende Brust. Hüften reizend gewölbt, ein vollkommener Hintern. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Und wenn? Gefällt dir meine Fassung nicht? Oh doch, sehr. Aber was sage ich noch? Nichts Unvollkommenes sah ich. Und so schloss ich sie nackt. Fest an die Brust. Jack. Ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. Auf immer und ewig. Hast du etwas gehört? Nein.
Wir sind allein, Jack. Du und ich. Wir sind es. Nur wir. Nur wir. Hey! Prior Philipp! Oh, Scheiße. Mönch! Ach, hier drin ist er. Ich wollte sagen, wo ist er denn hin? Okay. Okay, ich hab die Szenerie gerade mal beobachtet. Okay, wir wurden erstmal mit Jack und Aiena beobachtet. Ich denke, da wird vielleicht noch irgendwas Schwangerschaftsmäßiges kommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass Aiena stirbt durch das Ganze, aber vielleicht geht es ja auch alles erstmal gut. Kann ja natürlich auch sein. Aber weil das alles so ein bisschen dramatisch ist und alles mittelalterlich und da noch viele Frauen, glaube ich zumindest, an Geburten gestorben sind, durch den Blutverlust und so weiter. Ja, befürchte ich das einfach nur. Aber vielleicht braucht man Aiena für die Story und das Weitere noch, sodass das nicht passieren wird. Aber wir wurden ja entdeckt. Ich denke, er wird das petzen. Im schlimmsten Fall der Familie, obwohl die Mutter, glaube ich, da am wenigsten von berührt ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, das wird noch irgendwas Negatives haben. Okay, gucken wir uns jetzt mal hier um. Hier sind Philipp. Wir haben die Bibel immer noch. Burg von Lincoln. Nach der Schlacht von Lincoln. Ja, so ist es besser. Lass sie nie Schwäche sehen. Steh aufrecht. Okay. Die Töten... das Töten geht immer weiter. Keiner hier uns zu retten. Keiner hier, der uns beten hört. Wolken. Der Himmel ist so leer. Keiner, der über uns wacht. Wir sind ganz allein. Okay. Ihn hier kann ich auch nicht angucken. König Stefan, was werden Sie mit ihm machen? Sieht nicht besiegt aus. Was bewegt ihn, immer weiterzumachen? Was werden Sie mit ihm machen? Sieht nicht besiegt aus. Gefangene Ritter, Richard. Wenigstens ist er am Leben. Wie lange sind wir schon hier? Okay, so viel zu Richard. Menschen am Feuer. Wenn der Mensch der Teufel ist, gibt's keine Hölle. Gibt's keinen Himmel. Wenn der Mensch der Teufel... Achso, nochmal, ja. Okay, das war's dann. Die Wolken. Es wird dunkel. Es ist nicht das Ende der Welt. Seid ihr dessen sicher? Ich bin hier noch nicht fertig. Also ja, ich bin ganz sicher. Was ist mit Ranulfs Leuten? Die sind wahrscheinlich froh, endlich aus der Burg raus zu sein. Jetzt sind sie wahrscheinlich auf der Suche nach Frauen und Wein. Wie viele sind gestorben? Was? Wie viele Menschen sind in der Schlacht gestorben? Zu viele. Auch mein Pferd ist draufgegangen. Aber Robert ist kein Tier. Das muss man ihm lassen. Sonst wären wir nicht hier. Richard! Ihr solltet keine Aufmerksamkeit auf euch lenken. Nicht, wenn ihr in einem Käfig steckt. Außer ihr seid der König. Warum bin ich hier drin? Ihr gehört zu uns, oder nicht? Ich habe für eure Niederlage gebetet. Ich kann's euch nicht verdenken. Und es scheint, als hättet ihr Gott auf eurer Seite. Gott ist nicht schuld an diesem Wahnsinn, sondern wir Menschen. Ihr hattet recht mit William Hamley. Inwiefern? Sobald die Schlacht sich gegen uns wendete, wechselten er und seine Männer die Seite. Der Graf von Shiring kämpft jetzt für Mathilde und Robert. William Hamley kämpft nur für sich selbst. Und für Bischof Walleran. Ich werde euch Marktrechte gewähren. Dieselben wie Shiring.
Das wollt ihr? Warum? Ihr hattet recht mit William. Aber ihr seid kein König mehr. Über kurz oder lang wird der Thron wieder mein sein. Nehmt einfach an, ich gab euch das Recht, bevor die Schlacht verloren wurde. Habe ich darauf euer Wort? Ich werde es Kaiserin Mathilde mitteilen. Haltet euren Markt ab. Gebt nicht nach. William Hamley wird keinen legalen Weg finden, gegen euch vorzugehen. Ich werde den Wachen sagen, es gibt keinen Grund, euch länger festzuhalten. Was ist mit euch? Meine Getreuen sind bald wieder am Zug. Das Spiel ist noch nicht aus. Ich habe ihnen befohlen, Robert gefangen zu nehmen, für einen Austausch. Mathilde weiß, dass es nicht vorbei ist. Sie wird jeden Tag genießen, den sie mich unter Schloss und Riegel hat. Sie ist ihres Vaters Tochter. Aber der Thron von England ist mein. Wenn ihr Frieden wollt, wenn ihr das Leben der Unschuldigen schonen wollt, dann müsst ihr aufgeben. Niemals. Das ist das Einzige, was ich nicht kann. Dann gibt es wirklich keine Hoffnung. Wachen! Lasst den Mönch frei! Der Markterlass für Kingsbridge. Wow, also mit diesem Verlauf habe ich jetzt nicht gerechnet. Stellt euch mal vor, jetzt spielen wir mal kurz die andere Seite durch, bevor wir uns den Markterlass hier durchlesen. Hätten wir dafür gebetet, dass er gewinnt, wäre das mit William überhaupt nicht passiert und es wäre alles kacke gelaufen. Hätten wir für den Frieden gebetet? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Frieden gegeben hätte, von wegen irgendwann sagen wir sind, hier ist Gleichstand oder so. Ich hätte gedacht, dass William auch dann die Partei wechselt, weil er dann mit einer der Parteien im Überdings wäre, Überhand genommen hätte. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ausgelöst, dass wir den Markterlass haben. Krass. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das rauskommt. Vielleicht wäre das auch rausgekommen, wenn wir es für den Sieg gebetet hätten, aber ich glaube es irgendwie nicht. Vielleicht gäbe es auch gar keinen Sieg. Ich weiß es nicht. Gibt es hier so viele oder so verschiedene Storylines? Untersuchen wir den mal. 1141. Nach der Schlacht von Lincoln wurden Kingsbridge-Marktrechte von der englischen Krone gewährt. Gottes Willen, kann er nicht lesen. Diese Erlaubnis stellt Kingsbridge dieselben Rechte wie Shiring aus. Endlich kann Philipp wieder Handel treiben lassen, doch nun darf er zusätzlich einen Wollmarkt stellen. Dies ist eine bedeutende Gelegenheit für die Stadt und ihre Bewohner, die Wollhändler mit den Bedingungen des Wollmarkts in Shiring mehr als unzufrieden sind. Die Priorei, die Menschen von Kingsbridge und Wollhändler wie Aliena werden hiervon im hohen Maße profitieren. Huiuiuiuiui. Glück gehabt! Wer den Wind zählt, Kapitel 12, das große Tier, haben wir jetzt abgeschlossen, was wir getan haben. Timothy wurde eingeschüchtert. Watterin glaubt, er habe Tom getötet. Scheiße, daran erinnere ich mich nicht mehr. Du hast von deinen Eltern Francis und Bischof Watterin geträumt. Ja, daran erinnere ich mich, als Philipp... Das weiß ich nicht mehr. Du hast dem ängstlichen Soldaten geraten, sich zu verstecken. Ist er denn... Das war nicht der Typ, der aufgeschlitzt wurde, der ängstliche Soldat, oder? Was war der Einzige, der in der Kirche übrig geblieben ist? Ich weiß es nicht. Der König befahl dir, dich auszuziehen, um dein Leben zu riskieren. Schließlich hat König Stefan dir doch eine Marktlizenz erteilt. Nach dem Schrecken, der dir widerfuhr, bist du vom Glauben abgefallen. Die Stelle hier muss ich mir, glaube ich, nochmal angucken, ob das der Soldat ist. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig an seine Kleidung. Falls ihr euch richtig erinnert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir akzeptieren Kapitel 12 mal. Kapitel 13. Der Wollmarkt.
Eine Woche später oder einige Wochen später? Es verschwindet sehr, sehr schnell. In den letzten zwei Tagen des Wollmarkts haben wir mehr Geld eingenommen als bei den letzten drei Märkten vorher zusammen. Naja, aber wie können wir sicher sein, dass der Graf von Shiring unseren Markt nicht wieder schließt? Er hat dafür keine Möglichkeit mehr. Das Gesetz schützt uns. Nur Gott hält seine Hand über uns. Das ist wahr. Unsere Zeit der Angst ist endlich vorbei. Es wird nie vorbei sein. Was hast du gesagt, Philipp? Nichts. Die Musik ist zu laut. Unser Prior hat recht. Dieses Schauspiel da draußen ist unwürdig für ein Kloster. Der Markt ist bald vorbei. Und dann wird Kingsbridge endlich finanziell unabhängig sein. Na okay, er sagt gar nichts. Ich hab gedacht, jetzt kommt noch irgendwas. Weil er einfach in den Raum stiefelt und stehen bleibt, okay. Wer sind wir denn? Sind wir? Natürlich! Walloran denkt, Tom ist tot, weil er hat ja schließlich Timothy, diesen Attentäter, nenne ich ihn jetzt mal, ins Dorf geschickt, also hier in die Stadt geschickt und zur Kirche, um dort einen Stein oder sowas runterzuschmeißen. Und dann ist er doch weggerannt. Und dann hat die Mutter ihn gekrallt und hat gesagt, hier, erzähl dem, dass Tom gestorben ist. Alles klar, Leute, ich bin wieder richtig im Game drin. Und wir sind Tom. Sehr gut, sehr gut. Philipp will mit mir reden. Was soll ich ihm sagen? Ich muss eine Entscheidung treffen. Okay. Remigius sieht abwesend aus, als würde er auf etwas warten. Missbilligt den geschäftigen Markt. Okay. Hier vorne ist nichts mehr, oder? Ah, doch, hier vorne. Modell. Nicht mehr lange. Bald fertig. Und was mache ich dann? Was Neues bauen, natürlich. Okay, geh mal hier hinter. Ob du mit den beiden anderen Herren auch noch ein Gespräch führen kannst? Mönche, Stimmung ist gut, seit Philipp wieder da ist. Wie viele haben sich wohl das Mönchtum selbst erwählt? Wie viele wurden von ihren Eltern dem Kloster übergeben? Okay. Gut, das war's. Mit denen können wir nicht sprechen. Mit Remigius auch nicht. Und mit dem Modell auch nicht. Nur mit Philipp. Hallo, Philipp. Philipp? Ah, ihr seid zurück. Wie sieht's aus im Steinbruch? Alles in Ordnung. Wir werden dort keine Probleme mehr haben. Warum habt ihr mich um ein Gespräch gebeten? Es geht um Jack. Er hat sich wieder mit Alfred gestritten. Seid ihr zu einer Entscheidung gekommen, was meinen Vorschlag betrifft? Ich bin mir sicher, ja, ich möchte, dass ihr Jack als Novizen aufnehmt. Nein, nein. Ich bin mir nicht sicher. Jack kann schon lesen und schreiben. Und es gibt viel mehr, was wir ihn hier lehren können. Was sagt aber seine dann, Mutter dazu? Aber dann kann er doch keine Frau Deswegen mehr haben, wird oder? Sie wird mich vielleicht nie heiraten. Sie glaubt, dass ich Alfred vorziehe. Aber Alfred ist Handwerksmeister. Ich habe ihn ausgebildet, seit er 6 war. Jack ist nur ein Lehrling. Und mit den beiden kann es nicht so weitergehen. Nein, das ist wahr. Er würde nicht mehr an der Kathedrale arbeiten, aber er könnte in Kingsbridge bleiben. Das stimmt. Ich habe keine Wahl. Ich will das Beste für meine Kinder. Für sie alle. Natürlich. Reden wir also mit Jack. Ja. Philipp hat angeboten, mit Jack zu helfen. Wir können so nicht weitermachen. Aber wenn er dann ein Novize ist oder ein Mönch oder wie auch immer, dann darf er doch keine Frau mehr haben, oder? Sehe ich das falsch? Das wäre doch ziemlich kacke wegen Aljena. Wissen die alle nicht, dass da mit Aljena was läuft? Ich meine, ist das nicht offensichtlich, dass die beiden immer hihihihihi weggehen und so weiter? Boah, ich hatte gerade mein Mikro voll übersteuernd. Wartet mal, was haben wir denn? Minute 19:40, das ist ganz günstig. Da muss ich mal ab Minute 19 reinhauen, was das war. Weil ich habe eigentlich nur hihihi gemacht. War es lauter? Ich weiß es nicht. Liebe Leute, ich würde sagen, da wir ja sowieso gleich bei 20 Minuten sind, machen wir hier eine Aufnahmepause, gucken dann, was Jack zum Novizendasein sagt. Und ich schaue in der Zeit,
was meine Audiospur sagt, was dort gewesen ist plötzlich gerade eben, dass so ein roter Ausschlag gekommen ist. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.